Hallihallo! Einige von euch haben sich nach meinem letzten Schwangerschaftsupdate gewünscht, dass ich doch mal erzähle, wie ich mir so meine Wunschgeburt vorstelle. Und genau das machen wir jetzt. Allerdings möchte ich gerne, um einfach so ein bisschen eine Erklärung dafür zu geben, warum ich mir das denn jetzt so vorstelle oder wünsche, auf Mias Geburt zurückkommen, weil das der Hauptgrund ist, weswegen ich so ein paar Vorstellungen jetzt natürlich habe. Ich weiß natürlich sehr wohl, dass man eine Geburt nicht planen kann und dass man eigentlich auch absolut keinen Einfluss darauf hat, was an dem Tag wirklich passiert. Aber trotzdem hat man so eine gewisse Vorstellung, wie man sich das Ganze vorstellt und eben wünschen würde. Deswegen heißt es ja auch Wunschgeburt. Der erste Punkt, der mir bei der jetzigen Entbindung ganz, ganz wichtig ist und das ist auch so ziemlich der größte Wunsch, den ich an diese Entbindung habe, ist, dass das Ganze natürlich passiert. Natürlich im Sinne von, die beste Vorstellung, die ich daran habe, wäre, ich wache in der Nacht auf, weil die Wehen losgehen oder mir die Blase gesprungen ist und man hat dann einfach noch ein bisschen Zeit zu Hause, man kann duschen gehen, man kann seine Sachen zusammenräumen, man kann die Oma anrufen oder die Oma ist ja höchstwahrscheinlich dann bei uns in der Wohnung, aber dann kann einfach noch so ein bisschen sich gekümmert werden, auch um die Mia, dass da einfach kein Chaos entsteht. Das wäre so mein absoluter Traum oder mein absoluter Wunsch oder tagsüber, das ist ja egal, muss nicht nachts sein, aber das wäre natürlich sehr schön. Bei mir ist es nämlich nicht so gewesen. Bei mir wurde ich ab ihrem Entbindungstermin, also der Entbindungstermin war der 17.04., eingeleitet. Das heißt, ich bin morgens aufgestanden, habe mit dem David gefrühstückt, wir haben uns fertig gemacht, sind ins Krankenhaus gefahren. Das ist zwar ein sehr entspannter Start in die Geburt, weil man weiß, was kommt und man hat ja Zeit, also man hat einen Termin und man kann aufstehen und noch essen und das ist nicht hektisch. Aber das, was danach kam, war halt einfach nicht schön. Deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass es diesmal von ganz alleine losgeht. Die zweite Sache, die sich höchstwahrscheinlich alle Mütter auf der Welt wünschen, ist, dass es schnell geht. Eine Geburt dauert natürlich eine gewisse Zeit. Ich meine, man hat die Eröffnungsphase, es dauert, bis der Muttermund geöffnet ist, es dauert alles Zeit, die Presswehen dauern Zeit. Allerdings war es bei mir so, dass die Geburt von der Mia fast 3 Tage gedauert hat und man ist ja dann auch die ganzen Tage im Krankenhaus und auch nach der Geburt noch im Krankenhaus und das ist einfach was ich diesmal nicht mehr möchte. Also klar, man weiß nicht, wie lange sowas geht, aber ich bin, wie gesagt, am 17.04., das war ihr Entbindungstermin, morgens um 8 Uhr im Kreißsaal gewesen, da wurde mit der Einleitung begonnen. Dann war ein Tag verstrichen, an dem nicht viel passiert ist. Ich hatte regelmäßige Wehen, aber es ging nicht recht viel voran. Dann war ein zweiter Tag verstrichen, an dem nicht viel passiert ist. Da liegen dann auch irgendwann einfach die Nerven blank, weil man dieses Kind dann unbedingt haben möchte. Wir hatten auch ein Partnerzimmer damals gebucht. Das wurde uns dann am zweiten Tag aber quasi gestrichen, weil nachts eine frisch gewordene Mama mit ihrem Säugling in mein Zimmer kam, was natürlich so ein bisschen meine Motivation Richtung Null getrieben hat. Das war einfach alles nicht so positiv, muss ich sagen. Und erst am dritten Tag kam mir dann abends um 18.18 Uhr zur Welt. Also es hat sich einfach sehr lang gezogen. Es waren sehr viele Phasen dabei, wo einfach keiner wusste, warum es nicht vorangeht. Und wenn ich denke einfach, wenn sowas natürlich losgeht, dann denkt der Körper sich was dabei und ist bereit dafür und dann läuft es auch. Dann hat man auch selber ein ganz anderes Gefühl. Dann der dritte Punkt ist der Zeitfaktor im Krankenhaus. Wie ihr jetzt ja wahrscheinlich wisst, weil ich es gerade gesagt habe, war ich bereits vor der Geburt von Mia 2 volle Tage und eben der Tag, an dem sie zur Welt kam, also 3 Tage im Krankenhaus und nach der Geburt dann nochmal 2,5 Tage. Man sagt ja, man ist, glaube ich, nach der Geburt 3 Tage oder nach dem Kaiserschnitt sogar 5 Tage im Krankenhaus. Das war einfach zu lang. Also ich bin kein Mensch, der Probleme mit Krankenhäusern hat. Ich habe auch an Krankenhäusern gearbeitet. Das ist alles kein Problem. Aber ich habe bei der Mia gemerkt, ab dem Zeitpunkt, wo ich mit ihr zu Hause war, war alles anders. Ich war so viel entspannter. Ich hatte das Gefühl, ich bin wieder bei mir. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber ich habe mich komplett anders gefühlt. Ich habe mich viel besser entspannen können, erholen können. Es war alles viel angenehmer in der eigenen Umgebung. Und deswegen ist ein ganz, ganz großer Wunsch von mir bei der jetzigen Geburt, dass ich ambulant entbinden möchte. Das heißt, sofern mit dem kleinen Mann nach der Geburt alles in Ordnung ist und mit mir soweit alles in Ordnung ist, würde ich gerne
entbinden. Dann muss man ja sowieso seine 2 Stunden in dem Kreißsaalzimmer oder am Kreißsaal sein zur Beobachtung. Ich glaube, das sind immer 2 Stunden, die man da ist. Und dann wird man ja eigentlich im Krankenhaus auf sein Zimmer verlegt. Und ich glaube, bei der ambulanten Entbindung, nagelt mich nicht fest, ich war noch nicht zum Vorgespräch im Krankenhaus, ist es aber, denke ich, so, dass man dann eben auf eigene Entscheidung nach Hause gehen darf. Und das würde ich sehr, sehr gerne tun. Ich bin mir allerdings auch schon sehr sicher, wenn der kleine Mann erst spät abends zur Welt kommt, also irgendwann in der Nacht, dann bleibe ich diese eine Nacht einfach dort. Aber das möchte ich gerne jetzt bei meinem Termin zur Vorstellung bei der Geburt im Krankenhaus besprechen, weil mir, denke ich, würde es sehr viel bringen, einfach direkt nach Hause zu können. Und ich habe dann meine Mama da, den David da, die Mia da. Ich denke, es wäre einfach ein bisschen persönlicher und ein ganz anderes Kennenlernen. Punkt 4, ein wichtiger Punkt bei allen Entbindungen sind ja die Schmerzen. Da bin ich allerdings so, dass ich mir auch bei der Geburt von der Mia schon sehr, sehr gewünscht habe, schmerzmittelfrei zu entbinden. Das hat jetzt bei mir leider nur bis zu einem gewissen Punkt funktioniert. Ich habe dann ja irgendwann notgedrungenermaßen die Wahl bekommen, entweder Notkaiserschnitt oder PDA. Dann habe ich mich natürlich für eine PDA entschieden. Aber nur, weil die andere Wahl für mich noch schlimmer gewesen wäre. Aber ich habe bis zu diesem Zeitpunkt einfach versucht, schmerzmittelfrei zu entbinden. Und das würde ich dieses Mal gerne wieder versuchen. Allerdings weiß ich auch, dass ich jetzt weiß, wie die PDA bei mir war. Und ich muss sagen, das war wirklich super. Also der Anästhesist, der die gelegt hat, war perfekt. Ich konnte alles spüren. Ich konnte laufen. Ich konnte den Geburtsvorgang spüren. Also die Mütter unter euch wissen ja, der Kopf rutscht bei einer Presswehe ein Stück nach unten und dann wieder ein kleines Stück zurück. Das konnte ich alles spüren. Also es war wirklich einfach nur so, dass mir der starke Schmerz genommen war. Und da das so gut gelaufen ist beim letzten Mal, würde ich mich dieses Mal, denke ich, einfach eher dann, also wenn ich merke, okay, die Schmerzen sind stark, warum durchquellen, wenn es wirklich schlimm ist und lang dauert, würde ich wahrscheinlich eher zur PDA greifen. Aber wenn es irgendwie auszuhalten ist, würde ich sehr, sehr gerne schmerzmittelfrei entbinden. Dann ein ganz, ganz großer Faktor bei Mias Geburt war, dass ich meine Geburtsposition nicht bestimmen konnte. Klingt komisch, ist aber so. Es war nämlich so, dass die Mia kurz vor Geburt noch als Sternengucker lag. Also das heißt, sie lag mit dem Kopf verkehrt rum. Sie hat nach oben geschaut anstatt nach unten. Und wurde dann unter Wehen gewendet von der Hebamme. Das hat auch alles gut funktioniert. Allerdings war es dann so, dass ich die komplette Eröffnungsphase lang auf der linken Seite liegen bleiben musste, um eben zu verhindern, dass sie sich nochmal zurückdreht. Ich allerdings bin ein Mensch, der sich zum Beispiel bei Schmerzen gerne bewegt oder dann, weiß ich nicht, mit dem Becken kreist oder steht oder vielleicht sogar eine Wassergeburt. Also das schließe ich alles nicht aus. War mir aber bei der Entbindung von der Mia einfach verwehrt, weil die Gefahr da war, dass sie sich nochmal zurückdreht. Und dieses Mal wünsche ich mir einfach nur, dass wenn ich Wehen habe, ich mich so hinsetzen oder hinlegen oder bewegen darf, wie ich das für mich halt eben als angenehm empfinde. Ich habe jetzt nicht den dringlichen Wunsch, danach unbedingt eine Wassergeburt haben zu müssen oder unbedingt auf einem Hocker zu entbinden. Das ist mir völlig egal, weil ich weiß, dass die Situation wahrscheinlich sowieso ganz anders kommt, weil wenn man Schmerzen hat, reagiert man auch ganz anders. Aber ich möchte einfach die Wahl haben. Also ich möchte dann sagen können, nee, im Liegen ist mir unangenehm, ich würde gern aufstehen. Wenn mir das dann auch nicht passt, würde ich gern auf den Ball. Und wenn es dann noch möglich ist, würde ich gern ins Wasser. Ich möchte einfach gern die Wahl haben, dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt was gefunden, mit dem fühle ich mich wohl, da kann ich mich entspannen und halt einfach die Wehen kommen und aufnehmen, also die einfach zulassen können. Und das Gefühl hatte ich bei Mias Geburt gar nicht. Also da kamen die Wehen, ich musste liegen bleiben. Ich hatte nicht das Gefühl, ich kann das recht zulassen, was da passiert. Und auch schon der letzte Punkt, der mich ein bisschen beschäftigt, muss ich sagen, ist, dass ich bei der Geburt oder nach der Geburt von mir 6 Wochen später nochmal ins Krankenhaus zur Curettage, also zur Ausschabung musste, weil ein Rest der, nicht der Gebärmutter, der Plazenta in der Gebärmutter vergessen wurde. Und das ist was, das schreibe ich leider vollständig den Ärzten und den Hebammen zu, denn ich hatte nach der Geburt von der Mia sehr, sehr starke Nachblutungen und keiner wusste, wo es herkam. Es waren 2 Oberärzte im Zimmer.
Es wurde mehrfach die Plazenta kontrolliert und auch gefragt, ob alles vollständig rausgekommen ist. Klingt jetzt ein bisschen eklig, aber da wurde das von der damaligen Chefhebamme bejaht und dann hat sich aber leider später herausgestellt, dass die Plazenta eben nicht vollständig war und ich musste dann nochmal ins Krankenhaus, musste nochmal operiert werden, meine Mutter musste extra kommen, ich konnte die Mia nicht stillen, weil ich unter Vollnarkose war, musste abpumpen. Die Mia hat aber damals keine Flasche angenommen, dass meine Mama sie löffelchenweise mit Milch füttern musste. Also das war wirklich ein heilloses Chaos. Und das ist was, da wünsche ich mir wirklich sehr, dass diesmal die Entbindung so der Abschluss ist. Also ich entbinde dieses Kind und bin dann mit dem Kind zu Hause und muss dann die nächsten Wochen kein Krankenhaus mehr sehen. Weil das war wirklich für die Mia und für mich einfach nochmal Stress. Das muss nicht sein. Und das ist, denke ich, was sich medizinisch schon vermeiden lässt. Man kann dann, denke ich, auch direkt nach der Geburt nachkontrollieren und das überprüfen. Also das ist ein ganz, ganz großer Wunsch von mir, dass dann mit der Geburt einfach gut ist. Ja, das ist eigentlich so ziemlich alles, wie ich mir die Entbindung von dem kleinen Mann wünsche und vorstelle. Ich denke, das sind keine Wünsche, die man nicht realisieren, die nicht realisierbar sind. So, ich denke, es sind ganz normale Wünsche, die ich habe. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet oder auch gerne, wie es bei euch gelaufen ist. Ihr habt ja jetzt auch das erste Mal einen kleinen Einblick bekommen, wie die Geburt von der Mia damals war. Ich werde natürlich, wenn der kleine Mann auf der Welt ist, dann auch einen Geburtsbericht für euch filmen, damit ihr wisst, wie es denn dann wirklich gelaufen ist. Aber ansonsten hoffe ich sehr, dass euch das Video gefallen hat und ich euch damit noch ein bisschen was mit auf den Weg geben konnte, wenn ihr zum Beispiel gerade schwanger seid. Ja, ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!